Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Was ist denn jetzt los immer? Sosnovka? Sosnovka-Videos macht ja Diego doch gar nicht mehr. Mal gucken. Sollen wir mal gucken? Wir gucken mal. Die Sosnovka. Hä? So viele Fahrzeuge. Alles so aufgeräumt. Was ist hier los, Clark? Es gehören auch schon Felder hier. Oh, wieso steht denn die Zeit auf 1? Zeit steht auf 1. Alter. Große Maschine. Großes Maschine hier. Ich laufe einfach mal ein bisschen rum, ja? Alter, mit Auflieger. Respekt, Respekt. Wow! Das kann nur einer gewesen sein. Nur ein einziger Mensch auf diesem ganzen Planeten ist in der Stande, so etwas zu machen. Jesus! Holla, die Waldfee. Ich muss ein bisschen leise sein, es weiß keiner, dass ich hier bin. Das Diego in geheimer Mission. Aufpassen hier, ne? Schon ein paar Mal ganz böse aufgeschlagen hier unten. Ach nee, hier ist eine Treppe. Hier ist nicht schlimm. Andere Seite. Hier steht ein Case. Mutig mit dem Anhängerchen, ne? Sehr, sehr mutig. Wenn man hier ausprobiert, kann man hier wirklich runterlatschen? Das klapperhaftig. Das gibt's doch nicht. Oh, hier liegen schon Rübchens. Was sind das, Rübchens? Das sind, oh. Na, Kollision. Das sind Kartoffelschiss. Rübchens. Rübchens. Ist die Kartoffel spitz, wird sie Rübe genannt. Ne, warte mal, das ist egal. Alter. Den habe ich noch nie benutzt, also im ganzen Game noch nicht. Ich hatte auch nie einen Schlepper, der imstande war, das Ding zu ziehen. Boah, und alles reif hier. Was ist das denn hier für ein Viech? Eine Fräse? Ach so. So ein Krautschläger oder sowas ist das. Irgendwie sowas in der Art. Ich weiß es gar nicht genau. Ein Pflüger? Und ein Deutz für das Diego. Das ist immer was Feines. Da hat einer richtig mitgedacht hier. Ich set mal einmal durch. Na, JCB auch am Start hier. Mit drei Anhängers. Ladies. Was ist denn hier los? Ein schwarzer Faltra mit roten Felgen. Das kommt mir sehr bekannt vor. Sagt euch das irgendetwas, wenn ihr hört, schwarzer Faltra mit roten Felgen? Ja, wer ganz genau aufgepasst hat. Okay. Wow. Schwarz mit roten Felgen. Was ist denn das? Mukus haben wir auch. Das weiß ich. Brauchen wir nicht gucken. Oh, auch der ganz kleine. Okay. Nee, ist schon okay. Rapuliert. Hat hier jemand? Ich war's nicht. Ich hab hier nicht rapuliert. Nein, nein. Wow, wer macht denn sowas? Aber immerhin mit roten Felgen. Und schwarz ist er auch. Teilweise. Das sind die Mukus. Hallo Heike. Nee, ist gar nicht Heike. Das ist die Laika. Entschuldigung, Laika. Donnerwetter, ich hab mich so gefreut. War gar nicht die Heike. Oh, sauber machen müssen wir hier mal unbedingt. Ein JCB. Boah, was ist denn hier los? Ein Fendt auch noch, war ja klar. Aber ein großer Anhänger. Und ein Deutz. Tja, ihr könnt es euch sicher denken, ihr habt es an unseren, ich hätte fast gesagt, Gangfarben genannt. Es sind natürlich unsere Teamfarben. Das hier ist ein Teamserver von uns. Und zwar
mehr oder weniger ein öffentlicher Server. Also so ganz öffentlich ist er nicht. Man braucht schon noch ein Passwort. Aber im Prinzip ist das hier ein ganz normaler öffentlicher Server. Wo eigentlich so ziemlich fast jeder, der sich benehmen kann, auch drauf spielen kann. Und dieser eine Mensch auf diesem Planeten, der solche gewagten Farbkombinationen raushaut, ist natürlich das Action Andy. Ja? Das Action Andy hat das nämlich alles vorbereitet hier. Das ist unser Nitrado-Server. War unser erster Server. Der läuft noch so, glaube ich, 30 Tage oder so ungefähr läuft er noch. Und dann ist halt alle. Ich brauche den nicht mehr zwingend, weil wir haben ja auch noch den G-Portal-Server. Wir haben im Moment alle anderen Maps auf den G-Portal-Server gezogen. So, dass dieser Server jetzt frei ist quasi für euch. Und wir haben ganz bewusst diese Snofka-Map genommen und nur Standard-Mods, also nur Standardfahrzeuge, keine Mods, damit auch wirklich jeder hier spielen kann, der den LS-17 hat. Ne? Weil wir haben das... ganz oft, also ich habe das beobachtet im Discord bei uns, dass die Leute fragen, oh, wer will, wer hat Bock und oh nee, ich kann nicht, mein Rechner ist zu schwach und. Und also dieser Snofka auf dem Server sollte eigentlich jeder spielen können, der das Spiel hat. Weil, wie gesagt, ist halt Standard und das müsste funktionieren. Und daher der Gedanke, diese Map... Und halt ohne Mods auch, ne? Es kann sein, dass hier so noch ein, zwei kleine Mods dabei kommen. Ganz einfach, um das Leben hier so ein bisschen angenehmer zu machen auf dem Server. Das wird dann aber abgestimmt bei uns im Discord. Was weiß ich, ne? Nach Mehrheiten natürlich, ne? Demokratisch und... Es kann dann demokratisch an uns herangetragen werden und einer von uns Administratoren wird sich dann der Sache annehmen. Ja. Wir kacheln mal einmal hoch bis zur BGA, weil ich natürlich neugierig bin. Also ich habe nur am Rande mitbekommen, dass Andy das hier alles eingerichtet hat. Und ich weiß, dass die auch schon Leute gespielt haben. Nur jetzt gerade nicht. Ich habe Glück, ich bin allein hier auf dem Server. Kann man natürlich auch alleine spielen, ne? Also wenn jetzt einer sagt, boah, ich weiß auch nicht, ey, ich habe so ein komisches Kribbeln im Fuß, ich weiß nicht genau, ich muss mal eben ein bisschen was pflügen, ne? Und dann kann er hier auf den Server kommen, kann eben ein bisschen was pflügen, ne? Ist kein Problem. Vielleicht kommt ja noch einer vorbei, kann natürlich auch sein, dass jetzt noch einer reinkommt, glaube ich aber nicht. Wir haben noch recht früh am Nachmittag, noch keine 4 Uhr. Ich denke mal, dass ich hier unentdeckt bleiben werde. Ich muss gleich nur den Deutzler dahin stellen, wo ich ihn her habe. Dann merkt das keiner, dass ich hier war. Das Video kommt auch erst später. Heute kommt ja der Better Monday Stream kommt ja heute. Eventuell am Dienstag. Ne? Weil Mittwoch ist ja schon wieder Bergfest-Stream. Und dann könnte ich das so zwischen den Streams quasi, könnte ich das dann hochladen. Ne? Könnte ich. Hier sind die Schweinis. Ja, diese Snofka-Map brauche ich auch nicht weiter erklären, ne? Die kennt jeder, ne? Sollte jeder kennen, weiß ich nicht. Also ich habe die damals schon gefeiert. Ich hatte ja das Gold-Add-on auch geholt. Da habe ich übrigens den Andy kennengelernt. Ja? Diego wird Gülden, hieß das Projekt. Wo ich einfach mal einen Server offen gestellt habe, also online gestellt habe. Und so habe ich den Andy kennengelernt. Ja, hatte ich zwischendurch ganz vergessen. Ich habe gedacht, den kenne ich von YouTube. Stimmt gar nicht. Ich kenne das Andy von der Sosnovka. Und ist mittlerweile einer meiner Administratoren. Ist mittlerweile einer meiner Moderatoren bei YouTube. Und so weiter und so fort. Ne? So kann das kommen. Und ich glaube, im Sommer werden wir beide uns betrinken. Aber das nur am Rande. So, ich stelle jetzt schnell den Deutz wieder dahin, wo ich ihn her habe. Will das Video auch nicht zu übertrieben. Ich habe da irgendwas gesehen. Ich bin nicht neugierig. Ich will das Video nicht zu übertrieben lang werden lassen, weil eigentlich ist es ja... Ja... Was ist denn das denn? Ich hätte schon fast gesagt, ein nutzloses Video für euch. Naja, also brauchen tut ihr das wirklich nicht, ne?
Was ist das da für eine Kiste? Ist mir noch nie aufgefallen. Ach, das ist hier so eine Tanke oder sowas. Und hier sind Hühners. Soll ich denen mal die Eier klauen? Nein, das mache ich nicht. Ich klaue denen noch nicht die Eier jetzt. Ach so, hier sind auch noch Sachen am Shop, genau. Das habe ich dem Andy gesagt. Ich glaube, der Dr. Nator, der war auch noch mal kurz hier. Ich habe gesagt, die sollen nicht die ganzen Sachen rüberschieben schon in die Gebäude. Das können die Jungs sich hier selber einrichten, ne? So wie sie es gerne hätten. Weil ich denke, dass nachher eh die Hälfte davon in irgendeinem Gewässer landen wird. Aber wie gesagt, das müsst ihr dann hier unter euch machen. Das hier ist fast, ja, fast adminfreie Zone. Ja. Hier, das ist für euch. Das ist euer Ding. Hier könnt ihr spielen. Und wenn ihr meint, euer Spiel besteht darin, Teile zu versenken, dann sind die Teile halt versenkt. Ja. Das ist dann halt eure Art zu spielen. So, ich fahre noch schnell den Deutz wieder weg. Oh. Hey, 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 hey. Herr Nitrado-Server. Haben wir gerade gespeichert. Ich glaube, Speichern steht auf 11 Minuten. Ach ja, es passt genau. Das war genau nach 11 Minuten. Das heißt also, weil ihr, auch wenn ihr kein Admin ist, wenn ihr irgendwas macht, alle 11 Minuten wird gespeichert. Also wenn ihr auf ganz Nummer sicher gehen wollt, dann macht ihr die letzten 11 Minuten einfach nichts. Dann ist eure ganze Arbeit, die ihr geleistet habt, auf jeden Fall auch gespeichert. Aber wenn das jedes Mal so einen Ruckler gibt, dann merkt man das auch einfach an dem Ruckler, dass der Server gerade mal eben gespeichert hat. Ja. So. Ja, ich verkrümel mich ganz schnell wieder hier. Ich muss den Motor ausmachen, sonst fällt das auf. So. Nein, die gehen alleine aus, keine Angst. Ja, ich verkrümel mich ganz schnell wieder hier und sag, Diego ist draußen. Habt euch lieb.